Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Heute möchte ich euch meine Top-Retro-Spiele von 2023 vorstellen. Nach dem Intro geht's los. Es ist ja mittlerweile quasi eine jährliche Tradition geworden, dass ich im Januar meine Top-Retro-Spiele vom letzten Jahr vorstelle. Wie immer eine kurze Einordnung, was ich damit überhaupt meine. Denn sagen wir mal ehrlich, Retro vom letzten Jahr, aber es sind keine Homebrews. Was meint der Typ da überhaupt? Das ist ganz einfach. Ich gucke, welche Spiele ich im Test hatte, mich also mehr mit beschäftigt habe, die damals in den 90ern erschienen sind. Und da hole ich meine fünf liebsten Spiele raus. Das heißt, ihr seht hier habe ich fünf Gamer-Spiele in der Hand. Wie gesagt, Homebrew-Spiele und ähnliches klammer ich da mal aus. Obwohl, es wäre vielleicht mal eine Idee, das vielleicht zu erweitern oder vielleicht irgendwie in zwei Sektionen zu unterteilen. Würde mich mal eure Meinung interessieren, was ihr da lieber hättet. Aber genug der langen Vorrede. Fangen wir an, und zwar mit einem tollen Puzzlespiel, Brain Drain. Brain Drain ist ein übliches Puzzlespiel auf dem Gameboy, würde ich sagen. Das Spielprinzip ist natürlich sehr einfach, wie immer, aber schwer zu meistern. Ihr habt ein bestimmtes Feld und da sind so kleine Kacheln unterteilt. Und ihr könnt immer vier dieser Kacheln auf einmal drehen. Und ihr habt ein Bild oben links und ihr müsst das genau das Bild von oben links abbilden. Ja, das ist, wenn man das so erklärt, ein bisschen blöd irgendwie. Das klingt sehr verwirrend, aber seht es am eingeblendeten Gameplay. Es ist relativ einfach. Ihr kommt gut so voran, aber je mehr ihr spielt, desto komplexer wird es nämlich. Denn wenn ihr ein Spielfeld relativ schnell fertig gemacht habt, dann bekommt ihr ein Extra-Leben. Das heißt, ihr habt natürlich immer so ein bisschen den Anreiz, okay, ich möchte so schnell wie möglich hier durchkommen, um ein Extra-Leben zu bekommen und so weiter. Es wird natürlich immer wieder komplexer und so weiter, ihr kennt das alles. Und es ist im Prinzip einer dieser vielen, vielen Puzzle-Spiele auf den Gameboy. Wie wir alle wissen, ist der Gameboy ja wirklich sehr, sehr geeignet für gerade solche Puzzle-Spiele. Denn für die braucht man keine große Grafik oder keine super Technik, sondern einfach, es reicht eine gute Gameplay-Idee, die einfach vernünftig umgesetzt wurde. Und das Spiel ist wirklich so ja, sehr präsent dafür. Ist relativ spät erschienen, das Spiel, aber durchaus mal einen Blick wert. Das ist irgendwie so, es wird nicht viel über Brain Drain gesprochen, aber ist trotzdem wirklich mal einen Blick wert. Ist es natürlich kein Überflieger, was jetzt in jeder Sammlung drin sein muss, aber wie gesagt, durchaus nicht verkehrt. Kommen wir zum nächsten Spiel, und das ist jetzt auch wieder so eine Art Action-Puzzler, und zwar Cat Trap. Das ist leider bei uns in Europa nie erschienen, sondern nur in den USA und ich glaube in Japan, wie ich das richtig im Kopf habe. Und ist auch ein super nettes kleines Puzzlespiel. Und zwar aus der Seitenperspektive steuert ihr eine Figur, die so ein bisschen, ja, ihr habt es ja im Cover gesehen, so ein bisschen katzenartig ist. Und ihr müsst dann im Prinzip Blöcke verschieben und Gegner erledigen. Und wie ihr euch das vorstellen könnt, auch hier der Einstieg ist mal natürlich relativ einfach und die Prämisse ist natürlich relativ einfach. Aber es wird natürlich immer komplexer, je länger ihr das spielt. Denn ihr müsst halt immer euch die genaue Reihenfolge herausknobeln. Okay, wie kann ich jetzt die Blöcke verschieben? Welcher Block muss jetzt zuerst ran? Wo kann ich denn hier später ran und so weiter? Und soweit, so gut. Aber das Spiel hat ein richtig, richtig geiles Feature. Und zwar könnt ihr die Zeit nämlich kurz zurückdrehen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt irgendwie mal wirklich ja, etwas verbaut habt und merkt, okay, ich hätte vielleicht da unten lieber den Block zuerst irgendwie bewegen müssen, um da oben jetzt heranzukommen, da könnt ihr einfach die Zeit zurückspulen. Das ist super. Ihr müsst das Level denn nicht einfach komplett von vorne irgendwie anfangen, sondern könnt halt bequem die Zeit zurückspulen. Das ist wirklich ein super, super Element. Und auch die allgemeine Aufmachung von dem Spiel ist wirklich sehr sympathisch. Also wenn ihr so ein bisschen Lust mal habt auf wirklich ungewöhnlichen Action-Puzzler, kann ich euch wirklich Cat Trap wirklich sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, leider hat es uns damals nicht erreicht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war es mal unter einem anderen Namen quasi in Diskussion, das hier in Europa auch zu veröffentlichen, aber es kam halt irgendwie nicht dazu, wie es halt immer so ist. Als nächstes habe ich euch ein Spiel, wo es etwas actionreicher geht, und zwar Jurassic Park Part 2. The Chaos Continues. Und zwar Jurassic Park Spiele gibt es ja so einige auf dem System. Und die sind alle durchaus, ich sag mal, solide. Also man kann nichts falsch machen. Der erste Teil, wenn ich mir das richtig im Kopf habe, ist so eine Art Top-Down-Spiel, wo ihr euch irgendwie rumrätseln müsst und so weiter. Es kann auch sein, dass sie das irgendwie mit dem
mit dem Spiel zum zweiten Film gerade verwechsle. Aber das Spiel ist ein Action-Side-Scroller, sowas wie Probotector oder ähnliches. Natürlich jetzt nicht ganz so schnell, aber wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Ihr seht es am eingeblendeten Gameplay. Die Grafik ist super. Und auch das Gameplay allgemein. Einfach mal so ein bisschen rumlaufen und auf Dinosaurier ballern, macht richtig viel Spaß. Ich habe so lange von dem Spiel, ehrlich gesagt, gar nicht was mitbekommen. Und das schlummerte irgendwie so ein bisschen. Und ich habe halt, wie jeder andere wahrscheinlich auch, okay, oha, ist eine Filmumsetzung, wir kennen es alle. Die wird wahrscheinlich eher bestenfalls mittelmäßig sein, ist okay. Aber das Spiel ist wirklich sehr kompetent umgesetzt worden. Also spielt da einfach mal rein, das macht richtig, richtig viel Spaß. Als viertes habe ich euch R-Type DX mitgebracht. Das ist eines dieser schwarzen Cartridges. Das heißt, es geht sowohl auf den Game Boy Color als auch auf dem klassischen Game Boy abzuspielen. Und das Spiel ist hier drin, was mich sehr überrascht hat, weil das Spiel habe ich wirklich seit gefühlt einer Ewigkeit in meiner Sammlung. Und ich habe da nie reingeschaut, weil, gut, wir wissen es alle, diese DX-Endung heißt eigentlich nur, das ist ein Remake von dem alten Gameboy-Spiel für den Gameboy Color. Ne? Also Vorreiter ist da ja zum Beispiel Link's Awakening DX, wo sie so ein bisschen halt das alles farbig gemacht haben, noch ein Farbdungeon dazu gepackt haben und so weiter. Das hat sich halt so durchgesetzt. Und daran dachte ich mir, okay, gut, ja, R-Type habe ich als Kind gehabt, habe ich sehr viel geliebt. Ich war nie gut in diesem Spiel, aber ich habe es immer wieder probiert. Gut, es wird halt jetzt die grafische Aufmachung sein. Was soll da groß dazukommen? Jetzt habe ich jetzt aber endlich mal den Test dazu gemacht und gemerkt, da ist wesentlich mehr drin. Nämlich, da ist auch noch der zweite Teil mit dabei, also R-Type 2, was noch gar nicht in meiner Sammlung ist. Und quasi ein Remix aus dem ersten und zweiten Teil, das man dann spielen kann. Und das alles dann auch noch grafisch aufgearbeitet. Super! Also das ist wirklich so eine Wundertüte, wo wesentlich mehr drin ist, als ich gedacht habe. Und deswegen hat mich das Spiel jetzt so begeistert, dass es auch in diese Liste irgendwie rein musste. Also wenn es euch auch so geht wie mir und ihr gesagt habt, okay gut, dann kaufe ich mir jetzt lieber das Originale oder na, dieses Farbupgrade, ist es das unbedingt wirklich nötig? Ja. Weil ihr kriegt ja wirklich quasi zweieinhalb Spiele zum einen. Und das finde ich einfach super. Und genau deswegen ist es in meiner Liste. Ja, vom Gameplay an sich, ich glaube, zu R-Type muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Also wer Shoot'em-Ups kennt, der kennt auch die R-Type-Serie. Die ist ja von den Arcade-Spielen der 1980er Jahre so ein bisschen angestoßen und hat sich da durchgesetzt. Und es gab eigentlich auf jedes System irgendwelche Umsetzungen von dem Spiel. Die Besonderheit ist halt, ihr fliegt von links nach rechts, die von unten nach oben. Und die Gegner und die Levelarchitektur, die wirkt sehr organisch und dadurch wirkt das auch wirklich sehr, sehr stimmig. Auf dem Game Boy wurden beide Spiele sehr gut portiert. Hier und da gibt es natürlich Slowdowns, aber trotzdem ist die Grafik und sowas echt klasse geraten, was mich persönlich wirklich wundert. Wirklich ein schönes Spiel, was man spielen kann, aber wie gesagt, natürlich ist ein Shoot'em-up. Könnt ihr euch natürlich ausrechnen, ist verdammt schwer. Und dann kommen wir zum letzten Spiel und zwar Mega Man 5. Ja, Mega Man Spiele, ich habe lange einen großen Bogen um die Dinger gemacht. Ich hatte als Kind den allerersten Teil, Dr. Wilys Rache, habe ich geliebt, aber kam auch nie weit. Und ich habe immer so ein bisschen den Bogen drumherum gemacht, weil, gut, Mega Man kennt auch jeder und die Module werden immer teurer. Das heißt, den dritten Teil, den kriegt man ja so relativ okay im Preis, aber der vierte oder fünfte Teil, die werden richtig teuer mittlerweile, wenn ihr die für eure Sammlung haben wollt. Also um die 150 Euro für den letzten Teil, für den fünften Teil müsst ihr einplanen, wenn ihr nicht über irgendwo ein super, super Schnäppchen irgendwie findet. Und letztes Jahr habe ich ja Teil 3, 3, 4 und 3, 5 getestet. Und einen von denen musste ich natürlich jetzt für diese Liste für mich rauskrallen. Es wird viel Diskussion, manche finden den vierten Teil besser, manche den fünften Teil besser. Ich habe mich jetzt für den fünften Teil entschieden. Ganz einfach, weil der nochmal ordentlich was mehr bringt. Also die Teile werden grafisch immer besser und vom Gameplay her auch immer verfeinert. Und zwar der aufschlaggebende Punkt für mich für den fünften Teil ist jetzt, dass dieser Item-Shop, der im vierten Teil eingeführt wurde, etwas, ja, besser ist. Also die Sachen, die man da besser kaufen kann, die machen auch wirklich Sinn. Kurz muss ich da ausholen, wenn ihr die Videos nicht gesehen habt, im vierten Teil wurde so eine Art
Shop zwischen den Leveln eingeführt. Das heißt, ihr könnt immer so kleine P-Chips in den Leveln einsammeln und in Dr. Lights Büro oder Büro, Werkstatt, Büro, Werkstatt könnt ihr die dann halt gegen irgendwelche Upgrades eintauschen. Und das wurde im vierten Teil eingeführt und ja gut, die Upgrades, die waren, ja, waren okay, aber es war jetzt nicht das Grüne vom Ei irgendwie so. Und jetzt im fünften Teil haben sie das System genommen und da auch wirklich sinnvolle Sachen irgendwie mit eingebaut. Und deswegen habe ich mich jetzt für den fünften Teil entschieden. Ist mir persönlich so mit ohne Nostalgie irgendwie wirklich am besten gefallen. Und die Grafik ist natürlich super. Es kommt natürlich des Öfteren zu Slowdowns. Damit muss man natürlich auf dem Gameboy mit so einer grafischen Qualität natürlich rechnen. Aber wirklich richtig, richtig gutes Spiel. Ja, und was ein Mega Man-Spiel ist, muss ich jetzt wahrscheinlich nicht großartig erzählen. Ich fasse es kurz zusammen. Ihr habt ein paar Robo-Bosse, die ihr nacheinander besiegen müsst. Ihr könnt die in freier Reihenfolge absolvieren, kriegt deren Waffe, die natürlich dann besonders effektiv ist gegen den nächsten Boss und so weiter. Wie gesagt, ich muss euch nicht sicher erklären, was Mega Man-Spiel ist, aber der fünfte Teil, der hat mir wirklich von der ganzen Reihe am besten gefallen, während der erste Teil Dr. Wilys Rache natürlich so einen besonderen Platz in meinem Herzen hat, weil ich da einfach so ein bisschen die Kindheits- und Nostalgie-Erinnerungen dazu habe. Ja, das waren meine Top 5 Retro-Spiele. Was ist denn euer Favorit? Was habt ihr denn für euch so letztes Jahr entdeckt, wo ihr sagt, okay, das hatte ich ja vorher gar nicht so auf dem Radar, aber es ist richtig, richtig gut. Würde mich mal interessieren, haut in die Kommentare rein. Schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut, tschüss.